krass aufgebaut, ha? Danke dir. Nicht schlecht, du. Kannst du deinen Spruch noch mit? Ey, alles fit bei dir? Du, mega. Ja? Ich warte ja immer, bis du in deine Story postest. Noch 60 Minuten bis zum Reel. Ja. Dann warte ich immer auf dem Klo und mach mir kurz, oh Gott. Und dann habe ich so einen Timer und dann kommt sein Reel raus. Ja, ja, ja. Dann ist meine Hose schon unten, ja. Oh, geil. Und dann, ja. Und damit abgesetzt. Ja, also, wir kennen uns ja schon lang OG-Style aus dem Air Jump, gell? OG, ja, Air Jump. OG, also richtig lang. Beim Pumping Air Jump, ich war damals magersüchtig und ich habe ihn gefragt, wie kann ich am besten losgehen aufbauen. Ich habe ihn damals, einfach gefragt, hast du ein paar Tipps? Ich habe einen Zettel gehabt, den auf 4 Seiten. Ich hatte, glaube ich, 10 oder 15 Fragen. Ich habe ihn so gefragt, so, wer was soll ich essen? Und da haben wir das durchgearbeitet auf der Couch von Erdschan. Genau, und diese Bibel, die Priester Johnny immer mit dabei hat, ja. Die hat er bei mir aus dem Schrank rausgestohlen im Gym. Das war eigentlich mal meine. Was? Ja. Diese Trainingsbibel. Der Priester hat sie dir geklaut. Ja, der Priester hat sie dir geklaut. Ja. Sag mal. Deswegen wird der Priester bald zu mir zum Beispiel kommen, ja? Ja. Ja. Also, wie ich zum Priester gekommen bin? Was? Du hast gerade gefragt, wie ich zum Priester gekommen bin. Ach so, nee, also ich kann mir schon vorstellen, wie du zum Priester gekommen bist. Ja. Aber ich finde die Entwicklung von dem brutal. Danke, Mann. Also, absolute Wahnsinn. Steht jetzt bei dir irgendein bestimmter Wettkampf an oder wie schaut das aus? Am Ende des Jahres will ich auf die Bühne oder am Anfang nächsten Jahres. Ja? Ja, ja, und jetzt quasi dunkle Seite der Macht, sag ich mal. Aber steigst du erstmal bei so Men's, also bei so, bei diesem Chris Bumstead-mäßigen Ding erstmal ein, oder? Genau, Classic Physik, ja. Mit denen, oder? Ja. Okay. Kannst du mal ganz kurz sagen, wie die FIBO 2014 zu 24 im Vergleich ist. Es ist ja jetzt gerade ein schwieriger Vergleich, weil es ist ja heute kein Besuchertag. Das heißt, ich habe jetzt natürlich Samstag, Sonntag im Kopf und da konnten wir gar nicht mehr laufen. Also wir konnten Samstag, Sonntag nicht mehr laufen und es war sogar so, dass die Security damals kamen und uns in unterschiedliche Hallen getan haben, weil es einfach zu viel Anlauf war. Ich glaube, dass es morgen übermorgen wieder so wird, wie ich es mir von damals noch in Erinnerung habe. Also damals ist einfach nur krank, ja. Und ich denke, dass es morgen übermorgen wieder so wird, aber heute ist ja Freitag, kann man nicht vergleichen. Da gebe ich auf jeden Fall recht, Mann. Ja. Ja. Aber ich bin gespannt, auf jeden Fall ist meine erste FIBO, sag ich mal, als Influencer, als... Dein erst jetzt? Ja. Ich dachte, das ist ja auch schon mal. Ach so, das war Tomorrowland. Ja, das war Tomorrowland. Ja, das war Tomorrowland. Das ist Tomorrowland. Das erste Mal war ich auf der FIBO 2017, 18, 19, aber einfach als Besucher. Und jetzt das erste Mal als Athlet, das war was Besonderes für mich, so richtig geil. Bei wie vielen FIBOs warst du am Start? Also ich war bei, also wir haben bei 3 oder bei 4 FIBOs mit so 2 Ständen richtig aufgeräumt. 3 oder 4 waren es, ich weiß nicht mehr. Ich glaube 20, 13, 14, ja, ja. Geil, ja. 13, 14, 15 und vielleicht noch 16, aber das weiß ich nicht mehr sicher. Geil, Alter. Ich weiß nicht, du aber. Wie viel mehr Kraft hat man nach einem halben Jahr Stoff? Also es kommt natürlich darauf an, was er macht. Ich bin ja, wie gesagt, also du machst erstmal so easy, oder? Ich bin komplett, also Leute, ich würde jetzt sagen, ich mache Kindergartenzeug. Ja, ja. Aber ich habe halt schon mit dem Kindergartenzeug 10 Kilo Muskeln aufgebaut. So. 10 Kilo, oder? Ja. In einem halben Jahr. Ja, aber easy halt so. Ja. Easy. Und wir... Aber du warst davor an deinem naturalen Maximum, oder? Ich glaube, ich habe schon noch, so ziemlich. Ich hätte noch 5 Jahre drinnen gehabt, aber ich habe auch 2 Jahre lang fast Diät nur gemacht, keinen Aufbau, ja. Weil ich mich nicht getraut habe, nicht mehr in Form zu sein. Ja. Weil ich habe ja, ich hatte damals wegen meiner Fettleibigkeit und einem Magersucht, wo ich Zwischen abgenommen habe, ja. So lockere Haut. Okay. Und es wurde jetzt wieder besser. Sieht man aber auf dem Video nicht, also sieht man auf Videos nicht. Weil ich halt 2 Jahre Diät gemacht habe und immer sehr gut in Form war. Ja. Und das hat mir halt sehr viel gebracht, also dass die Haut sich zurückbildet und so. Wie sieht es bei dir aus mit Gym? Willst du mal pumpen gehen wieder? Ich will ja den Leuten hier nicht die Show stehlen, deswegen ziehe ich mich nicht an. Du siehst einfach geil aus. Ich sehe also nicht aus, ja. Du siehst geil aus. Ja, also Fitness ist halt bei mir immer noch ein Teil vom Leben. Ich brauche für den Kopf. Ich trainiere jede Woche noch so 3-4 Mal, aber was ich ja nicht mehr mache. Ich krieg mein ZNS nicht mehr. Also ich mach keine Max-Ding, weil ich war ja auch voll in diesem Powerlifting-Ding drin. Voll. Ich habe ja voll Squat, Deadlift, Benchpress. Strength Wars. Genau, Strength Wars. Und dann musst du dann schon so 8, also musst du auch so 8, 9 Stunden pennen jetzt wahrscheinlich, oder?
Also ich bin mindestens 6, mindestens ach so, ja. 7, 8 maximal. Ja, wo ich mich voll gefickt habe, musste ich so 9 Stunden pennen. Das will ich einfach nicht mehr. Ich bin auch so ein Energiebündel. Ich habe jetzt zum Beispiel nur heute Nacht 5 Stunden geschlafen oder so. Aber echt, oder? Hab voll Power. Wir haben gerade eine Pen-Challenge gemacht. Ich habe 100 Kilo jetzt. Ja. 40 Mal gedrückt, so einfach aus dem Nichts quasi, ganz geil. Ohne Aufwärmen sogar. Also. Hast du noch ein paar Fragen, oder? Also, oder? Wenn du mal pumpen gehen willst, sag mir mal Bescheid. Du, wir gehen auf jeden Fall ein Trainingsvideo zusammen machen. Aber da brauche ich ungefähr 2 Jahre Vorwarnung und ein bisschen von deinem Trend. Nur Spaß. Hey, aber ist geil. Können wir auf jeden Fall machen, ja? Geil.